Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe mir erlaubt, hier ein paar Meter offscreen zu laufen, weil da auf dem Weg eh nichts passiert. Hier, ich habe deine Armbrust gefunden. Das ist tatsächlich meine. Sag nicht, du bist oben bei dem Steinkreis gewesen. Und ob? Ganz schön leichtsinnig. Wie auch immer, ich danke dir. Ich werde dir diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. Ach ja, das ist okay. Ich schätze mal, ich hätte die Quest schon viel früher abschließen können im Spiel, als die Suchenden nämlich noch nicht da waren bei dem Sonnenkreis. Die Sache ist nur, ich habe es versucht und ich habe das nicht gefunden. Naja, passiert. Was soll's. Fish happens. So, es ist 19.20 Uhr. Ich wollte jetzt ja eigentlich in Richtung Minental gehen, um Drachen zu jagen. Das Problem ist halt nur, es wird bald dunkel. Und deswegen werde ich hier mal zeig mir das. Klar. Erstmal noch eine Runde mich aufs Ohr hauen. Ich habe so etwas keine Zeit. Blutfliegenstachel. Oh, sehr gut, richtig. Warte mal. Habe ich denn den Tränenpfeffer dabei? Stellt sich das immer so einfach vor. Ich glaube nicht, oder? Habe ich welchen? Ich weiß es gerade nicht. Das ist eine schlimme Sache. Was ist das hier? Roter Tränenpfeffer, tatsächlich habe ich. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Blutfliegenstachel. Und zu mir geht es besser? Ich keine, wie es aussieht, ne? Das habe ich früher auch immer gesagt. Sonst könnte ich ja jetzt schon brauen. Nee, schade. Aber hätte immerhin einen. Wirklich nicht mein Problem. Den nehme ich mal mit. Weil ich will mir irgendwann noch so einen Trank brauen und selber trinken. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber Elixier der Geistesveränderung klingt auf jeden Fall sehr lustig. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich hätte was anderes gemacht. Nun denn, also, wie gesagt, es ist hier schon spät, es wird bald dunkel. Deswegen haue ich mich jetzt aufs Ohr bis zum nächsten Morgen. Abgesehen davon habe ich eh nur noch 76 Mana. Jetzt habe ich wieder volles Mana. Ganz ohne Trank oder Pflanzen. So, zum Wachwerden eine kleine Akrobatikübung. Sag mal, das ging schon besser. Irgendwann muss das ja so kommen. Und dann eine Runde speichern. 3, 4, 8. Und ich fürchte mal, beziehungsweise ich weiß, dass sich hier einige Suchende rumtreiben, die ich bisher ja noch nicht wirklich besiegen konnte, als ich zuletzt hier war. Aber mittlerweile kann ich das. Die Sache ist nur, ich sollte die halt möglichst einzeln erwischen, obwohl ich in der Lage bin, sie zu besiegen. Mit zweien habe ich immer noch Probleme. Ich hatte ja, glaube ich, Glück bei Seekops Hof, dass ich die durch blöden Zufall auseinandergeteilt hatte. Moment, das ist der falsche Weg. Warum gehe ich hier lang? Ist hier einer? Nee, da ist keiner. Ich bin doch dumm. Ich muss doch in die andere Richtung. Keine Ahnung, wo ich da gerade intern war. In meiner CPU im Kopf. Jedenfalls treiben sich hier spätestens hinten beim Tor zum Minenpass treiben sich Suchende rum. Aber guck mal, da ist ja auch schon einer. Hör mal auf, so seitlich zu laufen, dann treffe ich dich auch. So ist gut. So. Nein, das war zu früh. So. Die Entfernung falsch eingeschätzt. Oh, und jetzt habe ich Timingfehler. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Wahrscheinlich taut er gleich auf. Sag ich doch. Haha! Bin ich gut oder bin ich gut? Das war sehr gut getimt. Er konnte gerade nicht schießen. Ich muss echt irgendwie gucken, wie ich mir Schaden mache. Ah! Falsch getimt. Okay, das wird so nichts mehr. Das wird so nichts mehr. Ich brauche hier Mana. Kann ich dann einmal zaubern noch? Mit wie viel Mana habe ich? 26. Das reicht gerade so, wenn ich es richtig sehe. Vom Mana her. Wird aber nicht reichen, um zu töten. Nee, leider nicht. Nämlich Entdeckung. Sieht gut aus. Gut. Dafür brauche ich jetzt 105 Mana. Das heißt, ich kann hier gemütlich einen 100er Trank schlucken. Da. Genau. Und dann hole ich mir den doch mit dem Feuersturm. So. Das dürfte jetzt die schnellste Methode gewesen sein. Und jetzt fehlen mir noch 5 Mana-Punkte. Vergiss es. Wird schon passen.
Wird schon passen. Dadurch, dass ich hier so eine krumme Zahl habe, die 40, also beziehungsweise von meiner 106, die 40 und die 25. Also der Eisblock braucht 40, das Feuer braucht 25. Das ist so, gibt keine so richtig schöne Kombination. Das heißt, früher oder später wird es sich wieder verändern, weil es eh nicht genau aufgeht. Oh, da unten sind Drachensnapper, wie es aussieht. Auch Kyla, komm her. Komm her. Lass dich erledigen. Bevor nämlich der da wieder auftaut. Was? Ach, jetzt fehlt mir das Mana natürlich, genau. Jetzt fehlt mir Mana. Mhm. Ich schau gleich, wie viel ich hab beim Weglaufen. Ah! Timing! So, das muss reichen. Wie viel Mana habe ich? 21, das reicht gerade eben nicht. 21 von 106, das heißt, mir fehlen 85. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich 75 trinke, dann fehlen mir noch genau 10. Was auch immer das mir jetzt sagen soll. Ich weiß nicht, was passiert, wenn mir 10 fehlen. Ich glaube, davor haben mir 5 gefehlt. Also so wie es aussieht, jetzt hier erstmal ein bisschen mehr. Und irgendwann, wenn ich bei 25 bin oder bei 50, kann ich halt mit meinen Tränken das dann ziemlich genau ausgleichen. Nein! Dich kriege ich noch. Dich kriege ich. Vergiss es. Vergiss es. Ich habe nämlich mittlerweile die bessere Rüstung. Haha, und damit halte ich sowas von dir aus. So, ach, siehst du mal, guck mal, geht auch genau auf. Ich brauche genau 50 Mana. Zack, habe ich 50 Mana. Perfekt. Okay. 295, 300, 305. Moment, 320 müssen das jetzt sein, genau. 25. 245 und dann... Ah, die kleinen brauche ich für mein Elixier der Geistesveränderung. Brauchst du einen kleinen Heiltrank. Das heißt, den werde ich jetzt erstmal nicht trinken. Wer weiß, ob ich dann Nachschub kriege. Also ich gehe eigentlich stark davon aus, dass ich Nachschub kriege, aber wer weiß, ob ich den rechtzeitig kriege, wenn ich wieder brauen kann. Da habe ich mir das lieber auf. Von den Großen habe ich gerade eh genug. So, diesen Drachensnapper gehe ich mal aus dem Weg. Apropos Drachensnapper, hinten ist ja auch noch Ga'an, dem ich ja auch mal irgendwann helfen wollte. Ne, da war ja was. Der ja da hinten jagen wollte und der Drachensnapper schnaubt da rum und vertreibt ihm alles so ein bisschen. Könnte ich jetzt eigentlich machen? Schaffe ich denn einen Drachensnapper? Das ist die wichtige Frage. Die wichtige Frage ist, schaffe ich es, einen Drachensnapper zu besiegen? Und warum hat bitte gerade der Eisblock mich getroffen? Das ist uncool. Das ist verdammt uncool. 100 Mana bitte. Dankeschön. Und weiter geht's. Wo bist du? Da bist du. Das wird wahrscheinlich diese Entfernungsgeschichte wieder gewesen sein. Ich schätze mal, dass der Zauber einfach nicht genug Platz hat, um sich zu manifestieren, bevor er den Gegner trifft, was irgendwie seltsamerweise dazu führt, dass er halt nicht wirkt, obwohl er ja eigentlich quasi im Gegner entsteht und damit ja eigentlich wirken sollte. So zumindest meiner Theorie nach. Nun ja, so ist es halt. Ich habe noch genug Mana, ich habe nämlich auch noch einen gesehen. Ich muss bloß gucken, dass mir hier nicht die Drachensnapper über den Weg laufen. Na, ich glaube, das ist zu nah dran. Das lasse ich lieber mal. Da ist ein Schaf. Schaf könnte ich besiegen, aber ist eigentlich unnötig. Puh, ein Drachensnapper unten suchen. Da, ich mach's mal so. Ach, das zieht den ordentlich was ab. Guck mal. Wow, er mir aber halt leider auch, ne? Das ist das Problem. Autsch. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass er so viel Schaden macht mit meiner neuen Rüstung. Nein, Drachensnapper, nein. Sei brav, bleib weg. Hat er abgelassen?
Oder knabbert er jetzt einem Suchenden rum oder so? Ach, guck mal einer an. Das ist ja praktisch. Okay. Ich brauche also 4 kleine Feuerstürme für einen Drachensnipper. Da ist nichts zu holen. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich jetzt wieder mein Mana voll mache, kann ich einen Drachensnipper genau töten. Mit 35. Mit genau einer Mana-Leiste. So, 245 und dann 2 große. Gut. Mit Lauflieder, ja, warum nicht? Nehme ich mal mit. Kann ich vielleicht, also einzeln nicht, aber wenn ich mal 10 habe oder so, dann ist es ja ganz nützlich. So, mach dein Ding. Einen Treffer stecke ich ein, dafür bin ich dann halt näher dran und kann früher anfangen, hier Schaden zu machen. Denke ich mir so zumindest, dass das helfen könnte. Und ich bin gerade überlegen, wie viel Erfahrung ich noch brauche. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen, weil jetzt habe ich das Timing wieder versaut. Ich Depp. Wie viel Erfahrung ich noch brauche für den nächsten Level? Das sind 2300. Und warum macht der gerade so komische Dinge wie ein Zauber ziehen, Zauber wegstecken, Zauber ziehen oder Waffe ziehen, Waffe wegstecken, Waffe ziehen? Ich habe keine Ahnung. Das muss wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass ich gerade rückwärts gelaufen bin. Nun ja, also, wie viel sind es noch? 2000 Erfahrungen. 2000 Erfahrungen würde bedeuten, noch 7 von den Gegnern. Jetzt brauche ich aber erstmal 80 Mana. Also zum Beispiel, ne? 75 und ein Blauflieder macht 80. Perfekt. Und hier fehlen mir 40. Ne, wie viel? 140. Ja, perfekt. Das sind 270er. Unglaublich, wie gut das gerade aufgeht. Naja, was soll's. Ich habe bisher mich ganz gut geschlagen. Das heißt, es ist eigentlich mal wieder an der Zeit, das Ganze zu sichern. Denn, naja, ihr wisst ja, safe early, safe offen. Und dann passt es schon. Und dann geht das auch. Gut, Ga'an, erzähl mal, wie sieht's aus? Ja, nö. Also zur Erinnerung hier, Was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlechtes Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes... Hä? Es tötet nicht nur... Ja, aber... Das ist doch schon uralt, die Quest, die kenne ich doch schon. Warum kriege ich die jetzt nochmal? Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. Da ist wieder eins von diesen Drecks, viel weniger. Das hast du sehr schön gesagt. Da ist nichts zu holen. Okay, da hinten schaue ich mich gleich um. Zuallererst würde ich jetzt aber meinen Mana wieder auffüllen, damit ich wieder kampfbereit bin. Und dann mit Ga'an reden. Und ihm sagen... Dieses furchtbare Tier ist tot, nehme ich an. Genau. Dann kann ich mich bei der Jagd endlich wieder frei bewegen. Yep. Hier hast du das versprochene Geld. Danke, aber lass mir die Pilze stehen. Denn auf die Pilze mache ich Jagd. Das mache ich hier noch eben. Ich meine, hey, okay, ich wollte eigentlich ins Minental. Tja, ich bin fast da. Naja, okay, auch nicht wirklich. Aber was soll's. Ich will die Pilze. Ich will alle Pilze. Die Sache ist halt, hier hinten gibt's halt irgendwie, glaube ich, nicht wirklich was, was mich ansonsten dazu bewegen könnte, hier nochmal herzukommen. Deswegen bin ich motiviert, hier wirklich alles mitzunehmen, was ich kriegen kann, sobald ich hier bin. Also jetzt, wo ich hier bin. Ich frage mich nur gerade, warum ich da nicht weiter kann. Ist hier eine unsichtbare Mauer oder so? Okay. Interessant. Was ist das hier? Da kann ich auch nicht hin. Sag mal. Das ist ja dämlich. Warum kann ich da nicht hin? Okay, das ist der Rand der Welt, aber da ist auch ein Durchgang. Also ich bin... Ich versuche mich da durchzucheaten, einfach mal zu gucken. Ach, guck mal, ein Wolfszahn. Ist das nicht die Waffe von ganz am Anfang? Nee, das war ein Wolfsmesser, ne? Oder war es ein Wolfszahn? Ich weiß es nicht.
meine Waffe von Anfang war ein Wolfszahn. Doch, genau. Den habe ich halt mittlerweile wieder verkauft. Jetzt habe ich halt noch einen. Ich frage mich allerdings ehrlich gesagt, wenn ich hier diesen Drachensnapper besiegen kann, dann bringt mir doch so ein Wolfszahn auch nichts mehr, ne? Weil mit so einem Wolfszahn oder einer noch schwächeren Waffe habe ich da doch gar keine Chance. Okay, da sind noch mehr Drachensnapper da hinten. Gut, also habe ich doch noch einen Grund, hier mal herzukommen irgendwann. Aber da sind zwei, wenn ich es richtig sehe. Oder war es nur einer? Hab ich mich verguckt? Ich sehe nur einen gerade. Nee, ist nur einer, oder? Oder sehe ich den nur von hier unten? Nö, ist nur einer, guck mal. Okay, das war blöd. Das war sehr blöd. Streng genommen war das ziemlich blöd. Ja, das war echt dumm. Das war wirklich dumm. Das Problem ist halt gar nichts, wir haben keine große Hilfe. Ah, okay, es sind doch zwei. Okay, okay, okay. Jetzt nicht zu dem Suchenden. Dann spricht er mich an. Was, der Suchende jagt die... Nee, okay, er jagt mich. Okay, alles gut, alles gut. So muss das sein. Perfekt. Also, ich hätte gerne... jetzt mein Mana wieder. Und dann brauche ich 90 Lebenspunkte. Also 70. Und... aber was soll's. Zwei davon. Komm. Was soll's. Wo ist der Drachensnapper von eben? Beziehungsweise wo sind die Drachensnapper von eben? Ich brauche nicht mehr allzu viel Erfahrung. Ich bin gerade motiviert. Jetzt doch noch zu leveln, bevor ich ins Minental gehe. So, nimm das Bösewicht. Oh, da hinten ist noch einer. Ah ne, das ist ein Bauer, okay. Mhm. Okay. Also, wieder was gelernt. Einfach hier den Feuerzauber verschwenden. Bringt nicht wirklich was. Sondern, das macht zu wenig Schaden. Ich sollte mein Geld lieber... mein Mana lieber in... den hier investieren. Den Eisblock. Andererseits... einmal kann ich das... ja, okay, jetzt klappt es eh nicht mehr. Jetzt ist mein Mana eh leer. Das heißt, jetzt ist auch egal. Und abgesehen davon ist er ja schon fast tot. Das schaffe ich. Ich frage mich, ob ich den Eisblock irgendwie verbessern kann oder ob es vielleicht später einen besseren Eisblock gibt, der länger hält. Weiß ich aber nicht. Okay, hier, ich dachte gerade, wir wären tot, aber das sind nur ein Heuballen. Also alles gut, alles gut. Nichts passiert hier, alles im grünen Bereich. Und ich werde mir... ach, da ist noch so ein Suchender. Meine Güte, sind hier viele rum. Treiben sich hier viele von den Viechern rum. Immerhin waren nämlich ein Jagen da. Das wäre sehr nervig gewesen. So, ein Drachenslepper. Komm mal her. Genau. Wo ist der andere? Das war doch gerade zwei. Hä? Wo kam der andere her? Da waren doch zwei hinter mir her. Das verstehe ich nicht. Ah, das sind zwei. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Okay. Die stehen direkt nebeneinander. Das heißt, ich habe hier gerade beide mit meinem Flächenschaden umgebracht. Soll mir recht sein. Alles gut. Wie viel Erfahrung brauche ich noch? Natürlich. 375. Das heißt, wenn ich jetzt so den Suchenden umbringe, reicht es gerade nicht. Aber, wie gesagt, ich weiß ja am Tor zum... am Minental-Eingangstor steht ja auch noch einer. Das heißt, wenn ich zwei umlege, also den hier und den, bei dem ich eh durch muss, dann habe ich mein Level. Also werde ich hier den noch umlegen. Umnieten. Wie auch immer. Mal einfrieren, bitte. Haha, das war gut getimt.
Na, was machst du denn da für einen Zauber? Der gefällt mir gar nicht. Der sieht mächtig aus. Oh mein Gott, da kommen so spitze... Oh mein Gott. Das ist ja fies. Unwetter müsste das sein, nehme ich an. Den will ich auch. Hehe. Den will ich aber sowas von können. Nun denn, okay, mir fehlen noch 10 Mana. Und außerdem fehlt mir... ziemlich genau 100 Lebenspunkte, 99 um genau zu sein. Das ist mir wert, den einen zu verschwenden. 10 Mana klappt leider nicht mit dem Blauflieder. Da fordere ich so eine. Und dann, ne, würde ich mal sagen, ist die Folge schon wieder so lang. Ich werde jetzt mal hier noch rüberlaufen zu dem Eingangstor. Mana ist voll, lebensvoll. Ich bin gerüstet. Sobald ich den umlege, werde ich leveln. Die Frage ist halt, würde es sich lohnen, jetzt, wenn ich levele, bevor ich ins Minental gehe, nochmal irgendwas zu steigern? Ich glaube, ja. Ich kann auf jeden Fall meinen Mana um 5 Punkte steigern mit den 15 Lernpunkten. Und das, glaube ich, ist eine Änderung, die sich auf jeden Fall lohnt. Das heißt, ich werde hier jetzt, vielleicht mache ich sogar noch diese Folge, dann kann ich nächstes Mal hier direkt weitermachen. Wäre sogar eine Idee. Komm, ich mache es jetzt so schnell. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Und dann werde ich noch hübsch schnell zum Kloster rüberlaufen. Mein Mana steigern und mich hierher teleportieren. Und dann ist die Folge zu Ende. Dann ist sie jetzt mal ein bisschen länger, was soll's. Ist ja nicht so viel passiert. Ich bin eigentlich nur rumgerannt, habe Erfahrung gesammelt. Habe ganz viel Suchende gekloppt. Ich hoffe mal, ich werde mit der Zeit noch ein bisschen stärker. Um hier die Suchende noch besser zu besiegen. Und vor allem leichter und mit weniger eigenem Schaden und weniger Mana. Also so eine bessere Waffe wäre echt eine tolle Sache. An Rüstung geht's, glaube ich, nicht mehr allzu viel besser als Magier. Aber ich kann immer gucken, ob ich vielleicht Paladin-Rüstung oder sowas kriege. Weiß ja nicht. Komm schon, Suchender! Geh drauf! Das bisschen. Das bisschen. Vergiss es. So. So sieht's nämlich aus. Gib mir all dein Ding. Give me all your money. All your stuff. Meins. Ganz alleine meins. So, Milton. Kannst du meine magischen Kräfte steigern? Ich will meine magischen Kräfte steigern. Und zwar, genau, Mana plus 5, 15 Lernpunkte, genauso viel wie ich habe. Ich könnte mein Mana um 4 steigern. Dann hätte ich 110, hätte noch 3 Lernpunkte übrig. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Was? Deine magische Kraft ist groß. Ja, 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 aber das ist doch Unsinn. Also interessant ist, die Kosten sind gefixt. Die Kosten in Lernpunkten sind nicht höher, wenn ich mein Mana steigere, hier mit dem Zeug. Aber eigentlich habe ich ja nur 76, ne? Ich will meine... Genau, 1, 2, 3 und 4. So. Jetzt habe ich 80 Mana. Den der Priester... Ne, den hatte ich nicht. Den da hatte ich. Und damit habe ich... Was, 85 Mana? Ne, so rum war es, genau. 110 Mana, sehr schön. Und ich habe noch 3 Lernpunkte übrig. Die Frage ist, kann ich mit den 3 Lernpunkten irgendwas Tolles anstellen? Zum Beispiel einen Zauber. Ich will neue Zauber lernen. Eispfeil, Windfaust, nope. Das taugt alles nicht. Aber was ich tun könnte, was mir definitiv, glaube ich, was bringt, ist hier zu Barbo gehen und meinen Zweihandskill ein bisschen erhöhen. Ne? Ich will ja mehr Schaden machen. Weil den einen Mana-Punkt, den brauche ich nicht. Naja. Ich bin bereit. Gib mir mal... Okay, 200 plus 1. Ein Diener Innos provoziert keinen Gegner. Er überrascht ihn. Ah ja, interessant. Da wäre ich jetzt nicht von alleine drauf gekommen. Vielen Dank für den Hinweis. Wie auch immer. Naja, 56 statt 55. Was soll's. Kann man machen. Ist okay. Ist ja nicht die Welt. Aber kostet ja auch nicht die Welt. Wie gesagt, und der eine Mana-Punkt, der wird mir wirklich nichts bringen. So, es ist 13.07 Uhr. Ich schlafe bis zum nächsten Morgen. Und dann werde ich mich jetzt zur Taverne teleportieren. Ich werde meine 10 Mana wieder auffüllen.
Und dann werde ich zu Fuß wieder zum Eingang rüberlaufen, was ich jetzt eigentlich nur tue, weil ich zu faul war, die Rune des Teleports für dorthin auszuwählen. Und dann sehen wir uns dort wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, wenn die Drachen lagt. Ja, genau, wenn ich wieder reden kann. Auf Wiedersehen.